besides winning the second half, what else is positive about this game? Well, you said winning the second half. I don't know. We came out and we continued to play till the very end. I mean, our guys are going to do that and just got a lot of work to do still. So what does this loss mean about the playoffs or for the playoffs? Well, we have to win two more games to get in. Puts us behind the eight ball for home field, obviously. It's kind of puts them in the driver's seat, but you know, there's a lot of games left, a lot of season left, and we'll see where we go. The next game is against Prague. What have you told your players about them already? Either we need to prepare very well, have a great week of practice and preparation, and come out and take care of business. Okay, thanks for the interview. Yeah, no problem. Coach, die letzten zwei Spiele knapp 100 Punkte am Scoreboard. Das ist eine kräftige Kampfansage Richtung Wien, oder? Ja, okay. Wir versuchen immer competitive zu bleiben und nicht zu schnell den Cash abzugeben. Also mit uns muss man rechnen, das haben wir aber auch immer gesagt. Wir werden jetzt gemessen an der heftigen Niederlage gegen die Vikings und alle haben uns schon für tot erklärt. Und am Ende des Tages haben wir immer die Fahne hochgehalten, Tirols, und haben gesagt, hey, niemals einen Raider unterschätzen. Und wir haben, glaube ich, bewiesen, dass wir mit dem Spiel heute, dass wir auf alle Fälle mit uns zu rechnen ist und wir auf alle Fälle ein gutes Footballteam haben. Und das war klar. Und wir klicken gut, die Offense funktioniert gut, Defense hat sich gefunden und ich glaube schon, dass wir eine gute Mannschaft haben. Definitiv unter Beweis gestellt, dass noch einiges möglich ist. Entwickelt sich der Graz jetzt schon irgendwie zu einem Lieblingsgegner, wenn man sich diese Saison und letzte Saison anschaut? Na gut, man muss dazu sagen, es gibt immer, witzigerweise gibt es diese Teams, die einem liegen. Genauso wie die Vikings den Graz anliegen. Die Grazer haben letztes Jahr den Vikings die einzige Niederlage zugefügt und dieses Jahr, also letzte Woche, sie am Rande der Niederlage gehabt. Also man sieht, die Vikings liegen den Giants und die Giants anscheinend liegen uns, ja. Abschlussfrage, was ist da zwischen dem Head Referee und Ihnen vorgefallen? Ach nichts, in der Hitze des Gefechts, da fallen Worte, die man vielleicht dann wieder zurücknehmen möchte, aber ich schätze den Bojan und da ist ein toller Referee und ach, das ist wieder vergessen. Das ist einfach nur immer Hitze des Gefechts. Wir sind alle Wettkämpfer. Ich bin ein sehr ambitionierter Mann und Bojan ist ein sehr ambitionierter Schiedsrichter und guter Schiedsrichter und das ist einfach immer in der Hitze des Gefechts passiert. Ist aber zum ersten Mal gewesen, dass das Spiel kurzzeitig unterbrochen werden hat müssen, oder? Das stimmt. Sonst durfte ich immer schreien, aber er hatte recht. Wir mussten erstmal alle runterkommen wieder und das hat er gut gemacht und dadurch ist dann auch der Fluss weitergeblieben, der Spielfluss. Wir hatten ja noch ein Quarter zu spielen. Aber nicht überbewerten, das ist einfach in der Hitze des Gefechts passiert sowas und hat er gut gehandelt. Dann danke ich für das Interview und wir werden uns definitiv wiedersehen. Ich hoffe ja. Bis in Austrian Bowl, ja? So, Armando, nach dem Spiel kann man vielleicht sagen, dass ihr zu euphorisch wart nach dem Vikings-Spiel? Ja, wie soll ich das sagen? Wir haben gewusst, dass es ein schwieriges Spiel sein wird. Und ich war selbst überrascht, wie wir rauskommen und sahen, das war komplett komische Stimmung im Team drin, in die Kabine und so weiter. Und das genau so ausgeschaut, die erste Hälfte. Nicht? Und ja, wir mussten einmal schauen, dass wir, wurscht was für ein Spiel vorige Woche wir haben, in der Vergangenheit haben, wir mussten immer unsere Leistung immer beibehalten. Nicht? Und wir mussten alles als Team zusammenfinden und unsere Arbeit machen. Nicht? So und so. Und wir haben gesehen, wir waren wirklich, ob wir tot waren in die erste Halbzeit. Und das kann nicht passieren. Genau gegen so ein Team, nicht? Gegen die Raiders. Hat da vielleicht auch einer gefehlt, der mal richtig Schwung macht, der die Leute wieder motiviert? Wahrscheinlich, ja, aber wie soll ich sagen, wir waren ja alle so da, aber ersten Touchdown, ersten drei von die Raiders, da haben die Tiefen ein bisschen Kopf hängen lassen, dann wir, den ersten drei von uns, 3-0, dann ist auch, versteht, das ist alles Kopfsache und wir mussten das verbessern, wir mussten, okay, hat nicht geklappt, nächsten Drive, boom, versteht, wir mussten wirklich nicht den Kopf hängen lassen, sondern immer ein Antwort haben. Und wie ist es dann gekommen, dass man so gut in die zweite Halbzeit gestartet ist? Warum hat es in der ersten einfach nicht funktioniert? Ja, wir haben die Strategie ein bisschen geändert in die zweite Halbzeit. Wir haben mehr gepasst als laufen. Und anscheinend hat es mehr geholfen nicht. Und wir schauen, dass wir nächstes Mal gegen die oder das ausnutzen werden und die Schwäche von denen einmal rausfinden. Weil anscheinend ist das einzige Team, das wir ein bisschen schwer machen. Das verstehe ich nicht. Aber wir müssen einmal schauen, wo das Fehler ist, die Lücke finden und antworten. Wie sehr hast du dich dann über deinen eigenen Touchdown überhaupt freuen können? Nicht wirklich nach diesen Ergebnissen. Nicht? Ich meine, du freust dich schon immer, weil wenn du dem Team hilfst, das hat ein bisschen die Jungs auch aufgepusht. Nicht? Das ist schon wichtig. Aber das ist nicht dasselbe, wenn du wirklich ein enges Spiel, so wie damals bei den Vikings, 17-14 und dann komme ich der Touchdown und Ausgleich und so. Und wir sind im Führergang, das ist schon die Freude größer. Nicht? Aber jetzt haben wir mich schon natürlich gefreut, dass der Team sich, okay, wir sind, das Spiel ist noch nicht aus, der letzten Pfiff ist noch nicht gefallen. Wir sind noch da, wir können, versteht, die haben 31 Punkte, glaube ich, in die erste Hälfte geschafft. Das können wir auch. Also, was die können, können wir auch, deswegen spielen wir Football. Aber wie gesagt, wir haben so
sehr spät gestartet und die Zeit war unser Feind. Erste Halbzeit 31 Punkte. Kann das sein, dass viele junge Spieler drinnen sind, die mit so einer Situation einfach überfordert sind? Ja, wir haben auch eine sehr junge Mannschaft. Gell? Das ist, da muss man auch schon ein bisschen schauen. Und vielleicht ist der Druck anders. Verstehst? Für uns Ältere ist es nicht so. Ich freue mich immer, weil ich kenne die Raiders schon seit 11 Jahren, alle Teams und so weiter. Ich freue mich schon. Aber die junge Mannschaft, die haben einen großen Verantwortung. Und vielleicht können sie noch immer nicht umgehen. Aber wir haben alle Vertrauen denen. Okay, dann danke für das Interview und viel Glück in den Tag. Danke. Alex, from your point of view, what was the most difficult today to play against the Raiders? It's hard to say, really, because really I have no idea. We had the right game plan in place and we had the right players on the field. I didn't feel like we were outmatched in any way. When the ball was left the quarterback's hand, they completed it. And when the ball fell on the ground, they picked it up. And really, it was a rough day for us, and we're going to have to look at the film to figure out exactly where we need to improve and what we need to do better next time, because we know that we'll see them again. Without seeking an excuse, how difficult was it to play today? Like I said, on the green, I mean. Really, on the field. Not so bad. Not as bad as I thought it would be, to be honest with you. They did a good job of keeping people off of it during the week. There were a couple of patches of mud out there, but really I've had much worse playing surfaces in my career, and I'm not sure that I didn't really slip but maybe one time today, so that really wasn't an issue. As a leader of the team and import player, what have you told the younger guys? That's embarrassing. You don't ever want to put on a show like that. I think these guys on the Giants organization, they have a lot of pride in being Giants, and you know, after a performance like that, you have to dig deep inside yourself and figure out, you know, how you want people to view you, and more importantly, how you want to view yourself, and really just never give up. And it's a long season, and what's most important is getting hot come playoff time, and you know, we'll win the next one, hopefully, and the one after that, and the one after that, and take it one week at a time and try and get hot. Okay, thanks for the interview. Thanks. Good luck. Okay, as always.